Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft Staffel 6. Hier aus dem wunderschönen Nordwänen, kann man schon fast sagen, denn wir sind noch nicht da. Meine lieben Freunde, ich habe gemerkt, dass ich in letzter Zeit ziemlich wenig Zeit hatte und die Let's Play-Reihe wird auf jeden Fall im Hintergrund laufen. Ich freue mich natürlich, dass ihr jetzt wieder eingeschaltet habt. Der Hauptgrund des Kanals liegt dennoch immer noch auf dem Wetter. Da ich aber derzeit nicht so viel Zeit habe, da denkt ihr euch jetzt, warum nimmt ihr da das auf? Das habe ich ein bisschen im Voraus aufgenommen, meine lieben Freunde. Ist nämlich gerade noch Mitte August. Ihr seht das wahrscheinlich so Mitte September. Und ja, meine lieben Freunde, ich freue mich auf jeden Fall. Ich muss nur noch ganz kurz was einstellen. Minecraft ein bisschen umformatieren. Weil es ein bisschen komisch aussah. Sieht immer noch ein bisschen komisch aus. So, muss alles noch ein bisschen probiert werden. Ne, so wird's Mist. Jetzt wird's auch wieder Mist. Okay, lassen wir jetzt einfach mal so. Schaut einigermaßen gut aus. Ich heiße euch wie gesagt herzlich willkommen in dieser Folge. Ich werde in dieser Folge hauptsächlich mal zeigen, was ich so offscreen gebaut habe. Und nun ja, das ist der Phantasien-Server. Und wie ihr bereits schon vor langer, langer Zeit mitbekommen habt, bin ich da irgendwann mal nicht mehr dabei gewesen. Und das hatte den Grund, dass ich mich mit Sonnenschein ein bisschen verstritten habe. Aber das soll jetzt nicht das Thema sein, das ist nämlich längst vergessen und der liebe Herr Sonnenschein ist ja auch nicht mehr hier, er weit nicht mehr unter uns und nun ja, dieser Spawn ist darauf in meiner Abwesenheit entstanden und ich finde die Gebäude ziemlich gut gelungen. Hier sind ein paar Wohngebäude, also der Ort Wattungen ist richtig groß geworden, wie so eine kleine Burganlage. Ich kann das ja mal ganz kurz auf der Karte zeigen. Hier sind Bootstege, ne, mit so langen Pfeilern und hier ist Wattungen. Hier ist übrigens das Luftschiff, was nach Grimoria oder nach Grimhall führt, zum lieben Fasgard. Das Haus der Gemeinschaft, das steht hier immer noch. Das Haus der Gemeinschaft. Ne? Da ist es. Da wurde jetzt auch nicht großartig was dran verändert. Da haben wir alle mitgebaut quasi. Genau, und das ist das Tor, das habe ich hinzugefügt. Das ist ein eisener Kerl. Wie schön. Und ich merke es gerade in meiner Stimme, ich habe das lange nicht mehr gemacht. Sie wird sofort rau. Und ich kriege auch schon wieder einen trockenen Hals. Das finde ich nicht so schön. Genau. Hier ist jetzt quasi die Edelbrotfallstraße. Und da geht man hier den Weg lang, das war ja früher alles anders. Und hier ist ein neuer Wegweiser. Hier geht es nämlich hoch zu Fasgards Luftschiff. Da können wir ja mal hochgehen, wenn wir gleich mal hier sind. Hier muss ich glaube ich noch den Weg anpassen. Das sieht man von hier oben jetzt nicht, auch von unten glaube ich. Da war ich noch nicht fertig. Genau, hier drüben kann man auch mal den Hafen von Weitem sehen. Hier habe ich noch eine Treppe runter gemacht. Hier könnte eventuell noch ein zweites Luftschiff hin. Und hier sieht man jetzt ein paar Bötchen. Da zum Beispiel eins und da hinten. Das ist das Bötchen hier von Anduriel, vom lieben Ansgar. Und das rote dort hinten ist, glaube ich, vom Illo. Vom Illjazz, das Bötchen. Und das ist ein Bötchen, wo ich ein Zweitprojekt starte.
Aber dieses zweite Projekt habe ich auch mal angefangen. Es ist nämlich der Ort Finkenwinkel. Das ist, wollte ich als Offscreen-Projekt machen, weil ich eigentlich ja keine Let's Plays geplant hatte. Und schaut mal. Ne? Nordwind ist noch so gut wie vollständig. Hier soll ja mal der Hafen hin. Da ist das Lager, das Rathaus, der große Turm, das Haus des Countdown, die Bibliothek. Hier vorne das Bauernhaus. Es ist schon noch gut vorhanden. Und es wächst auch weiter. Ich habe offscreen ein paar Häuser hinzugebaut und die werde ich jetzt im Laufe des Videos zeigen. Oder Videos, je nachdem. Guten Tag. Ja, meine lieben Freunde, ich freue mich wieder für euch aufnehmen zu können. Ich habe da schon wieder richtig Spaß dran. Und wenn ich das hier fertig gezeigt habe, dann reisen wir auch schon sofort woanders hin. Denn ich bin aktuell, zu dem Zeitpunkt gerade im Dräbenland, als Gast bei dem lieben Matrix, wo ich dort die Botschaft von Esmeraldien baue, mit einer Niederlassung von Nordwind hier. Und ich unterstütze Matrix auch in dem Sinne, dass ich ihm beim Felderbewirtschaften helfe und auch bei der Rennstrecke klein wenig, aber hauptsächlich bin ich da, um die Botschaft zu bauen. So, dieses Gebäude, wo ich gerade hier vorstehe, das kennt ihr doch noch gar nicht. Genau, das habe ich nämlich neu gebaut, das ist nämlich die Taverne und Pension am Ratseck. Ja, und die Einblendung, die muss ich auch noch mal ein bisschen ändern. Genau. Hier ist quasi der Schankraum. Hier ist der Tresen. Ne? Hier geht es zu den Zimmern. Hier geht es übrigens raus. Hier ist der Bahnhof. Und ja. Da oben habe ich einen Piston gemacht. Und mit dem seltsamen Trank. Da musste ich erstmal googeln, wie ich den herstelle. Aber ich finde das cool, dass sich das so wechselt. So ein bisschen magisch. Ne? Also, Baustil habe ich gewählt. Braun. Oben Holz. Und mit gelben Scheiben, das hat so was Verrauchtes, Vergilbtes. Weil eine Taverne, da wird ja viel gequalmt. So, die Zimmer, die habe ich, glaube ich, noch nicht eingerichtet, genau. Da kommen noch ein paar Betten rein. Das werden wir dann, wenn wir wieder zurück sind, aus Schlangenstein in Angriff nehmen. Hier fehlen sogar noch Glasscheiben. Achso, hier waren wir schon drin. Und hier ist noch ein Zimmer. Hier oben sind auch noch ein paar Zimmer als Dachgeschoss. Hier kann man dann auch schön auf den Schriftzug gucken, da hinten. Und hier unten steht ja die Litfaßsäule. Die ist auch nicht neu. So. Hier ist auch noch ein Zimmer mit Marktblick. Da hat man dann auch ganz genau den Bürgermeister, der dann da steht, im Blick, was der da so sagt. Kann man da wahrscheinlich nicht hören. Naja, wahrscheinlich schon, oder? Da ist noch ein Bücherregal am Flurende. So, gehen wir mal hier raus. Und das Gebäude soll mal die Feuerwehr werden. Und hier ist das Feuerwehrgebäude. Und auf die andere Seite hier, da wollte ich noch Ställe bauen. Quasi, dass dann hier raus dann so die Pferde, die Feuerwehrpferde, rausreiten können. Und zwar möchte ich da keine Pferde nehmen, sondern Esel. Und zwar Packesel. Und in dem Packesel kann man ja super schön die Drohnen packen und da rein auch noch schöne Sachen, wie zum Beispiel Wassereimer. Und diese Wassereimer helfen mir dann zum Löschen. So, hier wollte ich noch ein paar Fackeln, die habe ich hier, aufstellen. Am besten auch noch hier hinten, so, weil ich möchte nicht, dass hier die Monster spawnen. Aktuell ist ja alles auf Tag gesetzt. Hier oben kommt dann der Mannschaftsversammlungsraum hin. Mit einem Tisch, wo man planen kann. Oder Konferenzen abhalten kann, je nachdem. Und ja, unten wollte ich gerne umziehen, zum Umziehen. Ne? Und dass die Feuerwehrleute aber nicht alle hier rausrennen, wollte ich dann doch noch hier einen Durchgang machen, dass sie sofort zu den Pferden kommen.
Genau. Das ist der Plan. So. Hier ist nichts weiter entstanden. Hier ist ja auch eine Taverne. Hier drin. Oh. Und da habe ich erstmal nichts weiter gemacht. Hier oben. Es sollten ja auch noch ein paar Häuser hin. Das war dann mein nächstes Projekt. Das kommt dann auch noch später. Nehmen wir das noch in Angriff. So viel Neues entstanden. Ihr wart nicht dabei. Ist eine Frechheit, oder? So. Hier den Markt habe ich ein bisschen angepasst. Hier jetzt an den Weg. Ist ja ganz logisch. Ich habe das Dach des... ich habe hier das Dach fertiggestellt. Man sieht es von oben. Ich zeig's euch dann nochmal von oben. Oder ich kann es auch... Nee, ich zeig's euch gleich. So, dann ist hier eine Mauer entstanden. Eine Mauer entstanden, aber ich glaube, in den Teil hier drüben, da gehen wir dann in der nächsten Folge, oder? Ja, machen wir in der nächsten Folge, meine lieben Freunde. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bleibt dabei. Es kommen jetzt wieder etwas öfter, aber unregelmäßig ein paar Folgen Minecraft. Ich freue mich auf euch, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich freue mich auch, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Euer Cedric. Tschüss.